Und wieder da, im schönen Frankreich, mit der Niner und mir, dem NRW-Boy 18. Und ich bin weiter. Haha. Wenn wir hier mal zur Statue zurückgehen, na komm, geh da hin. Und uns dann mal... Eine Wasserwaage mit Laserpointer. Keine Ahnung, wozu man sowas braucht. Und da ist mir halt, wie gesagt, diese Statue wieder eingefallen, denn... Im Let's Play Monkey Island 2 Lagos Revenge war das, glaube ich. Auf jeden Fall Monkey Island 2. Da hatten wir auch auf Booty Island oder auf Fat Island hatten wir eine Statue, die fast genauso ähnlich aussah, auch mit einem ausgestreckten Arm gen Himmel. Und da mussten wir halt auch so etwas Ähnliches machen. Und siehe da. Gute Idee. Wenn ich den Laserpointer auf den Arm lege, dann kann ich mit etwas Glück herausfinden, wo genau der Arm hinzeigt. Ding! So, wenn wir jetzt zurückgehen. Und siehe da. Der Laserstrahl der Wasserwaage trifft genau auf den Pfosten. Unschön. Sehr unschön. Aber wenn wir jetzt... Auf dem Schild steht, zu den Ruinen von Gatineau. Genau, wenn wir aber jetzt den Wegweiser... Das Schild lässt sich drehen. Noch ein klein wenig nach links. Ja, ja. Noch ein klein wenig nach links. Und? Noch ein klein wenig nach links. So, jetzt ist das eine Linie. Zit. Das Schild bildet jetzt eine Linie mit dem Arm der Statue. Mhm. So, dummerweise aber sehen wir jetzt hier nicht, wohin. Ne? Also da, ne? So. Das heißt, wir müssen nochmal zurück. Dann nochmal zur Statue. Dann nehmen wir die mit. Denn wir wissen ja jetzt, in welche Richtung er, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. zeigt. Wenn wir jetzt die Wasserwaage mit dem Wegweiser benutzen, dann sehen wir mehr. So, jetzt müsste der Laserpointer genau in die Richtung zeigen, in die auch der Arm zeigt. Mal schauen, wo er mich hinführt. Genau, und da oben kommt sie auch mal so eben dran. Naja. Wenn wir jetzt hier weitergehen zur Immisbude, dann... Mist, der Strahl trifft genau auf den Imbisswagen. Da der wohl kaum schon seit Jahrhunderten hier steht, muss ich mir was einfallen lassen, wie ich das ändern kann. Ja. Schaut mal da. Ein Chinese. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Was? Oh, hallo. Ist wohl letzte Nacht etwas spät geworden, was? Entschuldigung, ich muss eingeschlafen sein. Ja, scheint so. Gehören Sie zur Baufirma? Ich? Nein, wieso? Hätte ja sein können, dass das Elend hier mal ein Ende hat. Was kann ich für Sie tun? Eine Schüssel Reis, bitte. Ich will ja nicht an Ihrem Geschäftsmodell zweifeln, aber lohnt es sich wirklich, hier einen Imbisswagen hinzustellen? Nein. Auch auf die Gefahr hin, dass Ihnen die Frage jetzt vollkommen überflüssig erscheinen mag. Warum stehen Sie dann hier? Vor einigen Monaten wurde beschlossen, dass hier mit dem Bau eines neuen Freizeitparks begonnen werden soll. Daraufhin habe ich meine Beziehungen spielen lassen und einen Exklusivvertrag ausgehandelt. Ich sollte die Arbeiter vor Ort bewirten. Kein anderer durfte mir Konkurrenz machen. Eigentlich ein super Deal. Aber? Sehen Sie hier irgendwelche Arbeitermassen? Naja, von Massen zu sprechen wäre vermutlich leicht übertrieben. Ja, leicht. Was ist passiert? Die haben irgendeine seltene Pflanzenart entdeckt und daraufhin alle Bauarbeiten unterbrochen. Jetzt beraten sie, wie es weitergehen soll. Aber das kann dauern. Lange dauern. Und warum sind Sie dann noch hier? Weil in meinem Vertrag steht, dass ich mich verpflichte, jeden der anwesenden Arbeiter zu verpflegen. Oder ihnen zumindest die Möglichkeit gebe, sich verpflegen zu können. Solange also dieser werte Herr Landvermesser noch da ist, muss ich auch bleiben. Sonst drohen Konventionalstrafen. Sie müssen für einen einzigen Arbeiter den ganzen Tag hier rumstehen? Das ist doch krank. Ja, sowas nennt sich Vertragsrecht. Ich sehe das also richtig. Sie müssen hier den ganzen Tag rumstehen für einen einzigen Arbeiter? Ja, ich komme in aller Herrgottsfrühe her und kann erst wieder weg, wenn der feine Herr Landvermesser sich am späten Nachmittag in seinen Geländewagen setzt, um sich in den Feierabend zu verabschieden. Herzliches Beileid. Danke. Also der Geländewagen, der hier links da auf dem Parkplatz stand, das ist der von dem Landvermesser. Was gibt's denn Leckeres zu essen? Nichts.
Nichts? Das hier ist doch ein Imbiss, oder? Oder doch nicht? Vielleicht ein getarnter Stützpunkt der Triaden? Sehr witzig. Hier ist nur ein einziger Arbeiter und der bringt sich sein Essen selbst mit. Also wozu sollte ich da den Grill erst anmachen? Kauft doch sowieso keiner was. Okay, überzeugt. Und eigentlich mag ich auch gar kein chinesisches Essen. Würde es heute auch nicht geben. Okay, es gibt derzeit gar nichts. Aber wenn es was geben würde, dann würde es heute kein Chinesisch geben, sondern stinknormalen Imbissfraß. Unterhalten wir uns gerade darüber, was es geben würde, falls es etwas geben würde? Ich glaube schon. Okay, wechseln wir das Thema. Ja, ist besser. Ich entlasse Sie dann mal wieder ins Reich der Träume. Gute Nacht. So, wir schlagen nochmal zu. Ich nehme mir mal einen der Glückskekse. So, und wenn wir übrigens auch das Taschenmesser, dann... Ein guter Weg, an eine der Lebensweisheiten zu kommen, ohne diesen widerlichen Keks essen zu müssen. Der Zettel aus dem Glückskeks. Darauf steht, wenn du sowohl das Unglück deines Nächsten als auch die Warnung ignorierst, wird auch dich das Unheil heimsuchen. So, die brauchen wir. Und zwar müssen wir jetzt im Prinzip, ganz einfach ausgedrückt, den Landvermesser loswerden, ihn hier. Weil dann würde auch der Imbisswagen verschwinden und wir würden dann sehen, wohin der Laserpointer gehen würde. So, dazu müssen wir jetzt hier ein bisschen rumpräparieren. Es muss dringend mal was gegen den Schilderwald auf französischen Baustellen getan werden. Genau, mit einer Hand. Naja. Mit dem Schild gehen wir jetzt zum Parkplatz und wir montieren das Schild dahin. Ich werde das andere Schild vorher abschrauben. So, jetzt sieht das aus, als wenn hier, ne, also Steine fallen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen präparieren, damit es auch wirklich so aussieht. Dazu nochmal das Taschenmesser mit dem Plastikfelsen. In Ninas große Tasche. Dieses Taschenmesser ist wirklich einmalig. Hoffentlich verliere ich es nicht. Ja, da will ich dir auch raten. So, und das benutzen wir jetzt mit dem kaputten Auto. Damit das noch ein wenig plastischer wird. Ah, sehr gut gemacht, Nina. So, dann gehen wir diese Weisheit ihm nochmal, damit er sie uns nochmal einbackt in einen Keks. Entschuldigung? Was? Entschuldigen Sie die Störung, aber gäbe es irgendwie die Möglichkeit, diese großartige Lebensweisheit wieder in einen Glückskeks zu kriegen? Klar, man muss einfach nur einen neuen Keks backen. Würden Sie das für mich tun? Na gut. Ich habe hier eh nichts Besseres zu tun. Ja. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10 Sekunden. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ach, okay, ein paar Minuten später. Vielen Dank. Ein frisch gebackener Glückskeks. Wenn ich mich richtig erinnere, dann lautet die darin steckende Lebensweisheit, wenn du sowohl das Unglück deines Nächsten als auch die Warnung ignorierst, wird auch dich das Unheil heimsuchen. Genau. So wollte ich das haben. Wenn wir jetzt mit dem Landvermesser reden... Kann ich nochmal stören? Ich habe den starken Verdacht, dass Sie das durchaus hinbekommen werden. Sie suchen also so ganz nebenbei nach historischen Überbleibseln? Klar. Wir müssen ja alle zusehen, wo wir bleiben. Und als Landvermesser verdient man nicht gerade königlich. Wonach genau suchen Sie denn? Alles, was wertvoll sein könnte. Ja, okay. Aber unter das dem ganzen... Hatten wir schon. Oh, okay. Der Geländewagen, der da vorne auf dem Parkplatz steht, gehört er Ihnen? Ja, wieso? Och, nur so. Aha. Ich will Sie ja nicht beunruhigen, aber... Aber eigentlich muss ich das wohl. Wieso? Was ist passiert? Sie sollten sich mal Ihr Auto anschauen. Hier, das Schild warnt vor Steinschlag und der erste große Brocken hat bereits das Auto neben Ihrem getroffen. Sie haben recht. Normalerweise müsste ich mir tatsächlich Sorgen machen. Aber? Aber mein Horoskop sagt, dass heute mein Glückstag ist. Und dementsprechend mache ich mir da keine großen Sorgen. Sie ignorieren alle drohenden Gefahren, nur weil Ihr Horoskop irgendwelche schwammigen Andeutungen macht? Es ist wie mit fast allen Dingen im Leben. Wenn man ganz fest an etwas glaubt, dann wird es auch geschehen. Puh, Sie sind nicht zufällig Anhänger dieser Puritas-Cordis-Sekte, oder? Puritas was? Schon gut.
Wenn Sie der Meinung sind, dass man nur wegen eines Horoskops selbst die offensichtlichsten Anzeichen drohender Gefahr ignorieren muss. Ja, der Meinung bin ich. Und solange mir das Horoskop nichts anderes sagt, bleibe ich auch bei dieser Meinung. Ja, deswegen geben wir ihm jetzt den Glückskeks, um ihn mal ein bisschen hibbelig zu machen. Ich habe hier einen ganz frisch gebackenen Glückskeks für Sie. Oh, das ist aber nett. Das hört sich gar nicht gut an. Alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Mein Horoskop hat mir eigentlich einen sorglosen Tag prognostiziert. Aber vermutlich sollte ich auf die Hinweise achten, die mir der Glückskeks gegeben hat. Sonst passiert am Ende doch noch ein Unglück. Die Lebensweisheit aus dem Glückskeks scheint ihn schwer zu beunruhigen. Was für ein Trottel. Und er hat den Keks noch nicht mal gegessen. Tja, und nü? Und nü gehen wir mal küken. Moment. Habe ich da was vergessen? Moment. Das war das Stoffbeutelchen mit der Erde. Ich habe mir ein wenig Erde ausgeliehen und damit das Stoffsäckchen gefüllt. Ich hoffe, der Herr Maulwurf wird mir verzeihen. Na, ist ja nicht seine eigene. Und dann, nee, das war das nicht. Aber, Moment, ich glaube, wir könnten doch schon hier die Klappe öffnen, oder? Wollen wir mal schauen, was sich hinter der Klappe verbirgt? Ja. Batterien. Nicht überwältigend, aber immerhin besser als nichts. Kann ich nochmal stören? Ich habe den starken Verdacht, dass Sie das durchaus hinbekommen werden. Ach so, wir mussten nochmal darüber... Ja, okay, wir müssen nochmal mit ihm darüber sprechen. Dieser eine Glückskeks, den ich Ihnen gegeben hatte, der scheint Sie wirklich zu beunruhigen, oder? Ja, ein bisschen schon. Dabei dachte ich eigentlich, mir könnte heute nichts mehr passieren. Und das hat sich jetzt geändert? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall muss ich ganz genau aufpassen. Wenn ich die Warnung ignoriere und auch noch das Unglück meines Nächsten nicht beachte, dann wird mich das Unheil heimsuchen. Hoffentlich verpasse ich die Zeichen nicht, die mir das Schicksal gibt. Ich möchte nicht drängeln, aber wenn ich Sie wäre, dann würde ich mir um mein Auto wirklich Sorgen machen. Sollte ich? Sie sollten. Das Schild Achtung Steinschlag, der schon etwas deformierte Wagen daneben. Und denken Sie an die Warnung aus dem Glückskeks. Wenn du sowohl die Warnung als auch das Unglück deines Nächsten ignorierst, wird auch dich das Unheil heimsuchen. Genau. Die Warnung ist das Warnschild. Und das Unglück deines Nächsten, könnte das eventuell der große Felsbrocken in dem Auto neben Ihrem sein? Sie haben recht. Womit Sie nun wieder recht haben. Ich werde den Wagen wohl besser woanders hinstellen. Gute Idee. Ja. Am besten möglichst weit weg. Danke. Und? Ist er jetzt in Sicherheit? Ja, ich hoffe schon. Vielen Dank, dass Sie mich vor dem drohenden Unheil gewarnt haben. Aber gerne doch. Meine völlig uneigennützige Hilfsbereitschaft ist mittlerweile legendär. Genau. So, wo ist meine Maus da? Jo, nun kommen wir zum... Buh! Was? Oh, bin ich schon wieder eingeschlafen? Ja. Könnte man fast meinen. Tut mir leid, was kann ich für Sie tun? Meinten Sie nicht, Sie würden hier so lange stehen müssen, bis der Landvermesser sich in den Feierabend verabschiedet hat? Ja, aber bis dahin wird es wohl noch etwas dauern. Ich weiß nicht. Sehen Sie sein Auto irgendwo? Oh, hat er schon Feierabend gemacht? Wäre seltsam, so früh. Das kann Ihnen doch eigentlich egal sein, oder? In der Tat. Warum soll ich nicht auch einfach mal Glück haben und dieses Glück einfach genießen? Sie entschuldigen mich bitte. Ich muss weg. Schon erstaunlich. Egal wie träge jemand auch sein mag, sobald es um den Feierabend geht, bewegen sich alle plötzlich mit Überschallgeschwindigkeit. Kann mir aber auch egal sein. Hauptsache, der Imbisswagen ist jetzt nicht mehr im Weg und der Laserstrahl... Ja, der Laserstrahl. Wo ist er hin? Tja, wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er denn? Freunde, ja, bis hierhin hatte ich dann auch gespielt und jetzt verließen sie ihn. Ich denke mal, wir machen hier Schluss, die Zeit ist jetzt eh erreicht und ja, dann werde ich die Teile bearbeiten und vielleicht sehen wir uns dann heute nochmal wieder. Ansonsten
dann bis morgen. Also, in diesem Sinne, NFW bei 18, adieu.